Hallo, liebe Freunde der Großen und Kleinen Bahn. Heute ist es mal wieder soweit. Wir haben 900 Abonnenten geknackt. Ne? Also 900 Abonnenten gibt es jetzt hier auf diesem Kanal und das freut mich natürlich sehr. Und möchte ich mich auch da bei euch bedanken, dass ihr meine Videos so toll findet, dass ihr mich hier abonniert. Ja, heute schauen wir uns mal ein Stück Gleis an. Viel Spaß. Liebe Freunde der Großen und Kleinen Bahn, wir sehen hier eine Weiche. Das ist eine Weiche, die heute unter Tillich 85354 läuft. Ja, früher war das bei Tillich mal durchnummeriert, da gab es irgendwie Weiche 1, 2, 3, aber das ist irgendwie heute nicht mehr der Fall. Ja, das ist eine relativ lange Weiche, die ist laut Auskunft Tillich 284 cm. Ich möchte das jetzt auch nicht als Werbefilm verstanden wissen, weil ich habe die Weiche zwar nicht gekauft, ich habe sie mir geliehen. Das auch nicht von Tillich, sondern von einem Modellbahnkollegen, weil ich im Moment sowas nicht vorrätig habe. Ich habe aber so eine Weiche bei mir in meinem Steinbruch eingebaut. Da kann ich sie aber eben nicht mehr so drehen. Na, das will ich euch nämlich nachher ein bisschen zeigen. Ja, die Weiche ist auch gebraucht. Hier fehlen noch ein paar Teile dran, nämlich hier zum Beispiel die Radlenker und hier vorne die Stellstange. Deshalb sind auch die beiden Zungen ein bisschen sehr weit auseinander. Warum zeige ich euch das? Ich wollte mal ein bisschen was zu dem Thema Herzstück-Digitalisierung erzählen. Und wenn wir uns das Herzstück hier mal von unten angucken, dann sehen wir, dass hier die beiden Zungen und diese beiden Schienen verbunden sind. Das ist also bei Tillich so gedacht, dass hier zwei Isolierschienenverbinder drankommen und dann dieses ganze Stück inklusive der beiden Zungen polarisiert werden muss. Das bringt allerdings ein kleines Problem. Und zwar ist das eben hier vorne. Wir sehen, dass das hier so sehr eng ist. Also das ist natürlich, na, wenn die Stellstange drin ist, dann sieht das ungefähr so aus. In dem Moment, wo die Weiche aber jetzt hier auf Abzweig gestellt ist, ist die Gefahr, dass hier ein Radsatz, der nicht so ganz der Norm entspricht, diese beiden Gleise verbindet, also das Gleis, das Schienenprofil mit der Zunge und da einen Kurzschluss auslöst. Das war früher zu Analogzeiten, da hat dann mal kurz am Trafo was geblinkt. Und da ist nichts weiter passiert. In den Digitalzeiten stoppt dann der Booster oder die Zentrale meistens sofort und alles steht. Ne? Und das ist eine Geschichte, die möchte man natürlich nicht. Und deshalb empfiehlt es sich, diese Weichen, ich muss dazu sagen, das ist eine alte Version. Die neueren sind etwas anders geschalten. Ne? Empfiehlt es sich hier die Profile zu unterbrechen, ne? Also hier einen kleinen Schnitt zu machen und wirklich nur das Herzstück inklusive dieser beiden Gleise zu polarisieren und die Zungen sozusagen mit dem Strom von der benachbarten, vom benachbarten Gleisprofil zu versorgen, ne? Also ich habe immer hier den einen Pol, ich habe dort den anderen Pol. Und den klemme ich einfach hier an, ne? Also das, und der hat praktisch die ganze Zeit hat er den Strom, da wird also nichts umgeschalten, dass also hier in diesen Bereichen es keine Probleme gibt. Ja, wir haben jetzt nochmal farbig hinterlegt, also blau ist der eine Pol, rot der andere. Man sieht also hier schön, dass die Federzungen der Tillichweiche hier jeweils von der benachbarten Schiene oder dem Schienenprofil mit Strom versorgt werden, dass sie also immer die gleiche Polarität haben. Und dann haben wir in Pink, dass den Bereich, der dann umgeschalten wird, je nachdem wie die Weiche steht.
Ja, wie diese Umschaltung erfolgt, das ist dann jetzt nicht Gegenstand dieses Videos, einfach weil es da sehr, sehr viele unterschiedliche Lösungen gibt, die die verschiedenen Weichenantriebe zur Verfügung stellen. Ja, also wer noch diese Weichen hat und das noch vorrätig hat, der sollte das dringendst machen, wenn er digital fahren will. Also ich habe das auch schon erlebt, ist nicht bei jeder Weiche so, aber es gibt Weichen, wo dann eben der Zug ständig stoppt und das ist natürlich, das nervt. Na, wir gucken uns auch mal die Rückseite an. Wir sehen hier, dass der Steg hier nicht durchgehend ist. Na, sondern dass der hier so ein bisschen, naja, gewellt ist. Und das bedeutet, das ist quasi wie so eine Art Flexweiche. Na, also ich muss die jetzt nicht so einbauen, sondern ich kann die hier auch so ein bisschen verbiegen. Also das hat natürlich seine Grenzen. Und könnte jetzt die auch, naja, in einem ganz leicht gebogener Form einbauen. Man sollte natürlich hier vorne drauf achten, ne? Wenn wir jetzt hier dran rumbiegen, sehen wir, da sind die Schwellen alle schief. Also da habe ich natürlich viel zu viel. Ne? Also ich kann aber hier so, naja, so ein paar Millimeter geht das. Also das wüsste ich nicht, dass das bei Weichen von anderen Herstellern ist mir das sowas nicht bekannt. Ne? Dürfte auch bei den aktuellen Weichen so sein. Ja. Ja, so viel zur Tillichweiche. Nachdem mein Kurzvideo mit dem Tillich-Gleisstück so großen Anklang gefunden hat, das ist bei mir immer noch, das ist ja aus dem vorigen Jahr, und das ist bei mir immer noch unter den Top 10 meiner Videos, habe ich mir gedacht, stellst du mal noch die Weiche vor. Und das war ein spontaner Einfall, als ich die Weiche hier beim Kollegen gesehen habe, der sie nicht mehr einsetzen will, der will sich seine Weichen jetzt selber bauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ihr habt es jetzt hier mal ein bisschen kennengelernt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.